Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. So, es gibt ein bisschen was zu erzählen. Beim letzten Mal haben wir im DLC-Gebiet aufgehört. Ich bin jetzt erstmal hier, weil ich ein bisschen was gemacht habe, was ihr in meinem Let's Player eigentlich schon gesehen habt. Das heißt, ich habe den uralten Drachen getötet und König Vendrick noch dazu. Den Finsterschleicher, den gibt es in meinem Bonus-Part zu Dark Souls 2 zu sehen. Der ist bereits auch tot, das heißt, im Grunde genommen haben wir eigentlich alles gemacht. New Game Plus würde jetzt auf jeden Fall anstehen, aber das machen wir nicht, weil wir die ganzen DLCs noch vor uns haben. Was ich noch gemacht habe, ist mein Drachenkrummschwert, was ich gerade habe, habe ich noch mit Blitz versehen. Und ich habe mir König Vendricks Zeugs geholt. Das heißt, seine Seele sowie seine Rüstung. Die werde ich euch jetzt auf jeden Fall noch zeigen. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht. Ich habe euch zwar nie gezeigt, wo es die gibt, werde ich jetzt auch so noch nicht nachholen. Ich sage euch nur auf jeden Fall, müsst ihr menschlich sein, nach dem Tod von Vendrick. Und dann nochmal zum Schrein von Amana. Da gibt es ja hinter der Sangesdämonen eine Tür, die man nicht öffnen kann. Dafür muss man nämlich untot sein. Und, ja, wo ist denn das? Bei diesem Hippo in der Nähe, da ist noch eine Tür hinter Ästen versteckt. Die kann man öffnen, indem man menschliches Vendrick besiegt hat. Und dann findet man dort dahinter eben seine Seele sowie seine Rüstung. Die sieht ganz schön aus, habe ich gerade nicht im Inventar, deswegen müssen wir nur schnell zum Leuchtfeuer. Gegenstandskiste. Ich habe auch überlegt, ob ich die jetzt nehme. Also auf jeden Fall, die Rüstung an sich. Die Stulpen und so würde ich nicht mitnehmen wollen. Aber der Vollständigkeit halber werde ich euch das jetzt eigentlich alles mal zeigen. Da ist die Königsrüstung. So. Das Ganze jetzt auch noch mit der Krone und so. Ist eh ganz cool, wenn wir die dann dabei haben. Gehört ja auch irgendwie zu den DLCs dazu. So. Wo ist sie denn? Bin ich jetzt blind? Ach, hier. Drüben. Bengals Königsschulden. Und noch die Gamaschen. Dim, 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 dim. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander gerade. So. Noch was bekommen? Nein. Außer seine Seele, die ich ja vorlesen kann, dann gleich noch. Ziehen wir doch erstmal die Rüstung komplett an. Die Krone. Königsrüstung. Die Stulpen. Und die Gamaschen. So. Da ist es schon in voller Montur. So werden wir als König aussehen. Jetzt seht ihr auch mal die schönen Haare, die ich habe. Ja. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Wir sind aber auf jeden Fall deutlich zu schwer, um den ganzen Krams tragen zu wollen. Deswegen hatte ich mir gedacht, ich beschränke mich auf die Rüstung. Die Stulpen wie gehabt. Diese Drakenblutstulpen. Und was ich neu dazu tun werde, das habe ich jetzt erst gesehen, als ich für mich selbst ein bisschen gezockt habe, sind die Heiligtum-Rittergamaschen. Ihr werdet sehen, die haben einen kleinen Effekt. Die vermindern nämlich den Fallschaden. Gamaschen der Heiligtum-Ritter. Die Heiligtum-Ritter gaben ihre Fleischlichkeit auf, um das Heiligtum bis in alle Ewigkeit vor Sir York und dem Drakenblutrittern zu schützen. Effekt verringert den Fallschaden. Finde ich sehr cool, denn das kann man immer mal gebrauchen. Und zum Zweiten sehen die auch wirklich sehr, sehr cool aus. Königskrone. Steht eigentlich Krone von König Vendrick, dem König von Dranglake. Wie wird man zum König? Einige sagen durch Geburt, andere sagen durch Schicksal. Vielleicht ist es aber auch belanglos, solange der König sein Volk zu einem vermag. Genau, das steht bei jedem Rüstungsteil da. Krone brauchen wir jetzt aber nicht, wir nehmen unsere Hexerkapuze. Die ist viel, viel hübscher. Also ich finde, so sehen wir auch schon sehr, sehr geil aus und können sogar noch relativ schnell rollen. Zwar nicht so mega weit, aber dafür immer noch schnell. Und die Stulpen gefallen mir auch, deswegen würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich das alles so ein bisschen aufstufen kann. Hi. Denn im Moment ist noch diese Lelevin-Rüstung, die ich getragen habe. Spricht man das so aus? Kann ich da irgendwer mal aufklären? Ich weiß das echt nicht. Noch stärker als König Vendricks. Aber ich denke doch mal, dass wir die ein bisschen aufstufen können. Ja, glitzerndes Titanit habe ich 8-mal. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Kriegen wir sogar hin. Zwar nicht komplett, weil uns eins fehlt, aber das mache ich. Das hole ich auf jeden Fall noch nach. Und dann noch die Drakenblut. Nee. Heiligtum Rittergamaschen. Ach, auch glitzerndes Titanit. Eieiei.
Na gut, machen wir einfach mal. Ich denke mal, so sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen besser dran, was die Abwehr angeht, und wir sehen immer noch sehr, sehr cool aus. Ich guck mal kurz. Sorry, Leute. Ja. 180, 200 ist auf jeden Fall besser. Und 136 zu 82. Okay, gut. Wir sind auf jeden Fall deutlich besser geschützt. Sehen auch wieder noch ein bisschen muskelbepackt aus, was mir an sich auch sehr gut gefällt. Und ja, können wir uns doch mal die Seele des Königs durchlesen. Wenn wir die schon mal jetzt dabei haben. Wobei, hatte ich eigentlich schon mal vorgelesen, oder? Nee, die hatte ich euch ja noch nie gezeigt. Stimmt, die gibt's ja im Schrein von Amana. Königsseele. Die Seele von Vendrick, dem König von Dranglake. Der König verkam und wurde zu einem Schatten seiner selbst, doch wurde immer noch geachtet. Nutze die besondere Seele des Flammenverbinders, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außergewöhnlich Wertvolles daraus zu erschaffen. Ich hatte die schon mal, weiß, dass ich mir da irgendein Riesenschwert mitgeschmiedet habe. Das sieht aber kaum aus wie ein Schwert, sondern einfach nur wie eine große, ja, womit kann man das vergleichen? Eine Steintafel oder so. Das ist sehr krass, ich weiß aber nicht mehr, ob die irgendwas Besonderes konnte. Vielleicht stelle ich die nochmal her. Jetzt auf jeden Fall gehen wir nochmal zum Gemach der Priesterin, denn da war noch so eine Art Höhle oder irgendwie sowas. Das haben wir noch nicht erforscht. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und wenn ich der Meinung bin, wir haben ja das gesehen, dann gehen wir nochmal zum zur Arena, wo wir Vendrick getötet haben. Denn der gute Noklaff meinte, dort sollten wir auf jeden Fall nochmal zurück, denn dort kann man noch etwas Cooles erleben. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, nach dem Kampf von Vendrick ist mir aufgefallen, dass seine Klamotten glitzern. Ich bin noch nicht angegangen, weil ich Angst hatte, es passiert irgendwas und ihr verpasst das denn. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das denn gemeinsam an. So, los geht's. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich habe nämlich keinen Plan, was hier kommt. Ehrlich, eine Nebelwand? Jetzt schon? Oh, bitte nicht schon Boss. Na gut. Durch mit uns. Ah. Okay. Die Höhle der Toten. Das klingt nicht lustig. Eindeutig nicht lustig. Kann ich jemanden rufen? Habgieriger Andrei. Aha. Okay, cool. Gibt's irgendwas? Fallen? Druckplatten oder so? Hier können wir noch wen rufen. Ruinierter Aflis. Was ist das denn? Sieht ja merkwürdig aus. Können wir die Klamotten auch bekommen? Können wir die kaputt machen hier? Nee. Na gut, schon wieder können wir zwei Leute beschwören. Das gefällt mir nicht. Das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig und es ist sehr dunkel da unten. Ist da was? Moment. Okay, gut, das ist kein Gegner. Ich würde sagen, ich nehme mir eine Fackel mit. Zur Not. Tut das denn Not, dass es so dunkel ist hier? Ah, hier kann ich das anzünden, das ist gut. Falls ich kämpfen muss, bin ich nicht ganz verloren. Ach du. Wow. Nicht so cool, hier ist es zu eng, um zu kämpfen eigentlich. Ach stimmt, die stagger ich ja gar nicht mehr so gut. Ich bin jetzt schon mal die ganzen Standardgegner gewöhnt aus dem Hauptspiel. Muss vorsichtig sein. Wisst ihr was? Ich verzauber mich hier mal eine Runde. So, komm schon. Ah, sehr gut. So. So ist es schon besser. One Hit gefällt mir. Das muss sein. Was ist das hier im rote Augen? Das macht mir Angst. Die versteinern mich. Wie böse ist das denn? In Ruhe lassen. Finde ich nicht gut. Und sie gehen nicht kaputt. Oh. Na gut. So funktioniert das wenigstens. Wow. Mein gut, ich habe noch einen Ring, der gegen Versteinerung wirkt. Aber die schießen jetzt ja auch nicht so mega doll. Von daher geht das noch. Ja, das kann ja lustig werden hier, ey. Oh, da unten ist alles voll, glaube ich. Ich will nicht.
Hier erstmal. Hier oben lang. Okay, es geht auch nicht. Schade eigentlich. Muss ich da jetzt wirklich runter? Ich nehme mir wieder lieber eine Fackel mit. Eieieiei. Okay, wartet mal. Nummer sicher. Irgendwas gegen Versteinerung habe ich ja. Versteinerungsresistenz? Gibt es nicht noch einen stärkeren von? Na gut, egal. Hauptsache dran. So. Ho, Gott, ist klar. Verdammt nochmal. Hilfe. Oh, 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 oh. Ich will nicht. Was ist hier los? So. Oh Gott, mein Schwert gleich kaputt. Eigentlich will ich nur den Sprungangriff machen, weil der relativ stark ist. Und okay, er vergiftet mich. Schnell heilen. Okay, das ist wirklich nicht ohne hier. Klar, und du triffst nicht. Ich meine, die Fackel aus der Hand nehmen wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Um mich dann zu schützen, aber... Na gut. Geht ja auch so. Lass mich in Ruhe. Übrigens habe ich gestern Guardians of the Galaxy geguckt. War wirklich positiv überrascht. Ich meine, ich habe mich drauf gefreut. Hat aber kaum Erwartungen so dran, sage ich mal. Also hat mich schon sehr überrascht. Ich fand den sehr gut. Problem wie in allen Marvel-Filmen irgendwie, zumindest für mich, die Erzählstruktur. Mir geht das immer alles zu schnell und das Ziel an sich im Film ist immer so belanglos. Toll. Sag mal, kann ich euch kaputt machen oder nicht? Ah, sehr schön. Im Sprungangriff geht es gut. So, ich mache hier alles kaputt, was aussieht, als würde es mich anspucken. Ui, eine Truhe, eine Truhe. So. Versteinertes Etwas. Wartet mal. Einen Moment. Okay, das sind doch diese großen versteinerten Dinger. Von denen kriegt man nochmal Spezialausrüstungen, glaube ich, bei der Krähe. Wie hieß die eigentlich? Ist die auch Snuggly? Ich glaube nicht, der hat einen anderen Namen, oder? So. Die Dinger hier wieder kaputt machen, wenn es denn geht. Was man ja sagen muss, ist, dass die Dinger hier harmloser sind als wie unten im dunklen Schlund. Die treffen mich zwar auch. Ach, der. Ich nicht mehr rum. Ja, okay. Warum nicht? Jetzt übertreibe ich wieder und die hauen mich hier kaputt. Lass mich in Ruhe. Was gibt's hier Feines? Was geht denn euch? Gibt's auch so viel davon? Braucht man doch gar nicht. Also, ich nicht mehr. Ah, hier, anzünden. Sehr schön. Licht, Licht, Licht. Ich glaube, ja, die schützen. Fühl mich deutlich wohler mit. So, Moment mal jetzt hier. Okay, hat diesmal nicht funktioniert, warum auch immer. Okay, ich muss ein bisschen mit Abstand da drauf. Wartet nur ab. Ich krieg euch alle. Verdammt. Was sind das eigentlich für Wesen, ey? Upsala. Das ist echt nervig. Warte mal, geht das? Vielleicht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Vielleicht hilft mir das ja. Vielleicht treffe ich die dann besser. Nee. Ach komm schon. Lass mich in Ruhe, dann nimmt nicht. Ein Leuchtgeber. Gott, ich will nicht wundern, ich will mich einfach nur schützen. So, gucken wir uns hier nochmal kurz um. Dann geht's auch schon weiter. War hier hinten was? War ich hier schon? Okay, gibt's echt viel Wege. Nee, da bin ich noch nicht lang. Lasst mich einfach durch. Oh weh, ich werde hier versteinert. Dann raste ich aus. Ich kämpfe mich hier durch und dann... Das wäre jetzt wirklich gemein.
Wir haben jetzt so ein Feuerchen. Sag mal, war jetzt hier nicht noch ein anderer Weg irgendwie? Gott, diese Höhle verwirrt mich. Hier hoch, oder? Nee. War ich schon. Hä? Also ich bin der Meinung, es gab hier zwei Wege. Na gut. Dann eben hier lang. Ich habe den anderen Weg jetzt gerade irgendwie schon wieder übersehen. Ich kenne mich. So. Feuerstelle? Nein. Na, oh, nicht schon wieder. Oh, das ist so nervig hier mit den Viechern. Oh, ja. Spuck mich ruhig noch öfter. So, jetzt ist meine Waffe in Gefahr. Nicht gut. Ah, gut. 5 Reparaturpulver habe ich noch. Die Hälfte. Ah, und zu viele Gegner. Okay, ich komme auch ohne Feuer klar, glaube ich. Wow. Vielleicht machen wir doch langsamer, wenn die einen treffen. Ja, ja. Das Gift kam doch jetzt aber nur von dem Typen, oder? Hallo. Mann. Panik. So. Vergifte den einfach und dann wird irgendwann von selbst sterben. Okay, der braucht ganz schön viel Schuss. Wenn es überhaupt geht. Na? Toll. Nee, der vergiftet ist, ist ja tot. Ich wollte sagen, der verliert Energie, oder? Nee. Ist nur, weil der hin und her wackelt. Aber gut, so geht's auch. Die Viecher hier schieße ich jetzt vielleicht wieder mal. Wunderbar. So. Können die mir auch nicht mehr wirklich gefährlich werden. Die anderen auch gleich. Wundert sich gerade, was mit seinem Kumpel passiert. Ach, das sind noch zwei solche Viecher. Boah, nee. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Lass mich in Ruhe. Na komm schon. Meine Schwert macht doch echt guten Schaden. Also meckern kann ich nicht. So, Backstab. Boah, ich hatte bis eben richtig laut Musik an. Das fehlt mir gerade total. Und da ist es immer so still. Mein Trick natürlich super zur Atmosphäre bei, aber wenn man es dann erstmal gewohnt ist. Nee. Schweine. So. Beschwerlicher Weg und eine Nebelwand. Ich will nicht. Nehme ich lieber nochmal Reparaturpulver. Ich weiß ja nicht, was kommt. Okay, ansonsten habe ich noch ein paar Lichtspeere. Ein Katana. Na gut. Fangen wir an. Los geht's. Bitte kein Boss, bitte kein Boss, bitte kein Boss. Was? Was? Ha! Ha! Nee. Nee, 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 nee. Das ist... Nö. Alter, was ist denn das? Ein Havel-Verschnitt. Alter Soldat Vark, alter Kunde Sarah und betrübte Grabräuberin. Wollt ihr mich denn hier... abhauen. Findung zu runterfallen. Voll Panik grad. Ach, toll, der eine schießt mit dem Bogen. Jetzt soll ich die zuerst platt machen. Guck mich hier mal um. Also das ist echt eine große Kampfarena. So viel... okay, hier hinten gehe ich lieber nicht hin. Kann ich runter? Was gibt's hier unten?
Ah, hier gibt es nur blödes Wasser, okay. Komm ich wieder hoch? Wollen die mir da runter? Wollen die mir hier runter? Nein. Ne, doch, einer ist unten. Verdammt. Wartet mal. Alter! Verarschen? Was zum Teufel? Immer wenn ich... Der wird mich gerade backstabben, habt ihr das gesehen? Oh, Mann. Oh, verdammt. Ich bin gerade richtig draußen. Gerade habe ich... richtig die A-Karte. Okay, ich sag mal so, der Schaden ist zwar ordentlich, aber da komme ich mit meinen Blitzsperren so nicht hin. Nicht lang. Aber das sind eigentlich nur NPCs. Das sind eigentlich nur verdammte NPCs. Also heißt das, ich könnte die backstabben. Das müsste funktionieren. Ah, super habe hier. Muss versuchen, irgendwie an den Bogenschützen ranzukommen. Vielleicht zuerst. Ja, oder auch nicht. Oh, okay, der pariert mich. Hurry up. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also mit viel Fernkampf nehme ich an, könnte das echt ganz gut gehen. Nur ein bisschen einfach nur darauf konzentrieren, dass ich... Okay. Hilfe. Oh Gott, scheiß. Nein. Oh Mann, ey. Hilfe. Betrübte Grabräuberin vor allem. Ich glaube, der schießt jetzt. Hab ich nicht getroffen gerade. Boah. Okay, ich glaube, die Vendrick-Rüstung ist wirklich eine gute Idee gewesen. Okay. Vor allem greifen die mich ja auch permanent an. Die zwei verfolgen mich. Das ist... Gut, vielleicht wäre es noch beschissener, wenn sie mich ewig verfolgen würden. Wenn sie mich einzeln nur verfolgen würden. Okay. Bogenschütze ist auch wieder da. Ich hau ja wieder ab. Oh Mann. Guck mal, das sind drei riesen Leisten und ich hab den bisher so wenig abgezogen. Okay, aber bei dem mache ich echt guten Schaden. Juhu. Oh, Leute. Das ist schon eine gemeine Sache hier, finde ich. Aber ich denke, wenn man in Bewegung bleibt, kann man sich auch ganz gut heilen. Muss man an dem hier mal schön vorbei, sich nicht so oft treffen lassen. Und natürlich die Arena so ein bisschen kennen, dass ich auch mal rückwärts laufen kann. Na, das ist jetzt richtig schlecht. Das ist gar nicht gut. Ich bin heil rausgekommen. Oh, Backe. Das ist echt nicht ohne. Wer lässt sich denn so ein Blödsinn hier einfallen? Aber ich verstehe natürlich jetzt nicht, warum der Havels Rüstung anhat oder anhaben muss. So, irgendwie. Okay, zu offensiv ist auch schlecht. Ja. Das sind gemeine Hunde hier, wirklich. Ich meine, zwei Heilsteine sind schon ganz gut, also da heilt man sich recht fix mit. Oh, ich müsste den Bogenschützen nur einmal ordentlich treffen. Einmal wenigstens. Aber geht nicht, ey. Die sind mir alle auf den Fersen. Ich habe noch 5 Minuten. Ich habe mal ganz fix auf die Uhr geguckt. Oh. Okay, vielleicht versuche ich das so. Ich laufe jetzt hier mal rum und dann versuche ich den immer jede Runde einmal zu schlagen.
Natürlich muss ich einen relativ guten Abstand zu dem haben, hinter mir. Also jetzt nochmal. Oh, jetzt, das hätte ich nutzen müssen. Ich hätte es nutzen müssen für einen Backstep oder so. Ja, sie kommen. Jetzt könnte ich vielleicht. Oh nein, er trifft mich, er trifft mich. Warum trifft er mich? Nicht gut. Toll, das ist richtiges Katz-und-Maus-Spiel hier. Ja, weich aus, weich einfach aus. Oh Leute, das wird hart. Das wird vor allem auch sehr deprimierend, wenn ich verliere. Oh, da habe ich eine Riesenkeule gesehen. Ja. Mann. Ah, die Musik ist cool. So, was ist er denn jetzt hier? Ach, jetzt haut er wieder ab. Mann! Alter, wie fies das einfach mal. Es ist, als würden dich drei Leute invaden und die dich trollen wollen die ganze Zeit. Was hat. Das ist doch. Voll für den Arsch. Wo steht er? Boah, Urmel. Jetzt. Warum? Warum ist er jetzt gesprungen? Warum? Wo ist jetzt der Bogenschütze schon wieder hin? Ja. Na, dann eben nicht. Das ist echt krass, ich treffe den nicht. Holt sich immer weg. Der weiß schon immer genau, was ich machen will. Ja, ich habe getroffen. Ich habe mich getroffen. Ah, ich habe noch ein paar Speere, Leute. Ganz übersehen. Wenn ich sowas auch noch habe. Okay. Wobei ich mir die vielleicht lieber aufheben sollte, wenn ich die anderen beiden fertig machen möchte. Um die so ein bisschen. Naja, einen eben von vor, also von Weiten und den anderen dann im Nahkampf. Das dürfte dann ganz gut funktionieren. Ja. Haha. Getroffen. Getroffen. Macht das jetzt so weiter? Ich finde das ganz nett eigentlich. Nur so meine paar Runden drehen. Genug Lebenssteine habe ich ja. Müssen nur meine Blitzspeere halbwegs reichen. Sehr schön. Oh Gott, das war knapp. Das war richtig knapp. Okay, okay, okay. Okay, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Einmal noch. Einmal noch treffen. Noch einmal. Ich nehme lieber das Katana. Das ist ein bisschen schneller. Wo ist er hin? Wo ist der Sack hin? Wo ist er? Ach, da hinten. Oh Mann. Kommt doch nochmal irgendwann her. Schießt du nur. So. Tot ist er. Ja, ja. Also ich würde sagen, ich schnapp mir zuerst den schnellen. Aber solche schnellen Gegner sind immer ein bisschen zu gefährlich. Ich weiß nicht. Da nicht so die Taktik gegen. Okay, sie sind beide bei mir. Das ist schon mal schön. Ein bisschen laufen, laufen, laufen. Uah. Okay, gut, gut, gut. Leute, der Part wird ein bisschen länger, glaube ich. Ich nehme es jetzt an. Au, Backe. So. Ah, gut, 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 gut. Die treffen wenigstens. Die Hälfte habe ich schon. Ein bisschen mehr wäre schön. Das wäre perfekt, wenn ich einfach ein bisschen mehr mitgenommen hätte. Weil ich könnte noch ein paar Kräuter reinpfeifen. Zur Not. Okay, es hat nicht getroffen. Natürlich schwierig, ja, wenn die ausweichen oder gerade eine Kurve laufen, dann treffe ich die nicht. Logisch. So, jetzt aber. Komm schon.
Er hat sich geschützt. Der schützt sich beim Laufen. Er weiß genau, was kommt. Zack. So. Sehr gut, sehr gut. Den Habelverschnitt, den habe ich auch getroffen. Warg. Ich meine, das sind jetzt wieder so Sachen. Das ist zwar ganz nett, so vom Boss-Design mal was anderes, aber warum zum Teufel hat der eine Havel-Rüstung an und heißt Warg? Warum musste man das machen? Das ist wieder so ein Punkt, da denke ich mir, okay, da hatten sie jetzt vielleicht nicht mehr so megamäßig viele Ideen. Das ist ja auch so eine Art Grabräuber gewesen, der dann irgendwie, ich weiß nicht, sich einfach so eine Rüstung geschnappt hat. Okay, das war's. Heilen, heilen, heilen. Aber das ist echt schön, dass die so ganz stupide einfach mit mir hier umherlaufen. So, ich muss irgendwie so ein paar Kräuter in mein Inventar bekommen. Hehe, Leute. Verdammt. Ja, okay, gut. Was mache ich nur? Ich kann mir auch ein bisschen Vorsprung holen. Jetzt gleich. Dann mal schnell ins Menü wandern. Hier so, Dämmerungskraut. Sollte. Jetzt haben sie mich echt. Von vorne und einer von hinten. So. Okay, sind gerade wieder ein bisschen separiert. Ist nicht so schön. Oh, tut mir leid, wenn ich jetzt hier echt nur ein bisschen was Gequältes erzähle, aber... Komm schon, Ommel! Dafür brauchst du nicht so lang. Du musst dir nur was in den Mund stecken. Sonnenlichtschwert, ein Sonnenlichtspeer, zwei Stück. Gut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Und... Ah, super. Wunderbar. Ich bin echt begeistert. Das muss funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Nein! So ein Arsch! Weicht er einfach raus? Na gut, ich würde es auch machen, aber... Wow. Okay, so rum geht natürlich auch. Okay, sie sind wieder hintereinander. Alles gut. Immer noch ein Stein. Wo ist der andere? Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Ach Mann. Das gibt's doch gar nicht. So, bitteschön. Oh, wenn der eine dann weg ist, dann habe ich hier nicht leichtes Spiel, aber ich denke, das wird doch dann relativ easy werden. Hoffe ich. Bloß nicht meine kleine Brücke hier verpassen, dass ich rüberlaufen kann. Ein Treffer noch. Ich glaube, noch ein Treffer vom Blitz und dann war's das. Gott, ey, ich drück dir gleich meinen Controller, wenn das so weitergeht. Hilfe! Boah, das ist echt hart. Ja, er ist tot. So, mein Freund. Du und ich. Sehr schön. Wunderbar. Na. Okay. Heilen? Das ist ganz schnell dafür, dass du die Rüstung trägt. Komm. Aha. Ja, nimm es in zwei Hände. Kann sich mit seinem Drachenzahn sogar echt gut schützen. Ja. Leute!
Ich hab's geschafft. Glitzerndes Titanit, versteinerte Drachenknochen und Titanitscholle. Geil. Okay. Gut, dann würde ich sagen, was ist für heute? Ob es noch was gibt, das schauen wir beim nächsten Mal. Und ja, wenn es noch weitergeht, dann geht's weiter. Wenn nicht, würde ich sagen, gucken wir uns an, was wir aus den ganzen Seelen machen können. Und gehen dann nochmal zurück zu Venricks Grabkammer und dann hätten wir es eventuell sogar schon geschafft. Gucken wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2.